Hallo und herzlich willkommen zu Ich liebe Gold. Ja, aber ich finde kein Gold hier in Project Unstable 3. Und ja, jetzt müssen wir hier mal weitergehen. Ich bin schon so gut wie voll. Darum würde ich sagen, wir wagen es einfach mal und stoßen weiter in die Tiefe vor. Da ist noch was Dunkles. Au. Ach, ich hasse diese ollen Skelett-Sniper. Die haben mittlerweile ein dermaßen Aiming-Skill. Schaffst es im Prinzip kaum noch irgendwie dran vorbeizukommen, ohne Schaden zu kriegen. So, und dadurch, dass ich auch so eine unglaublich gute Rüstung, nämlich gar keine habe, ja, macht das Ganze nicht einfacher. Alter, wie viele sind denn hier? Sogar einen enchanteten Bogen. Okay, dann kämpfen wir uns hier mal hoch. Da ist noch eine kleine Wisp. Die soll mich aber mal in Ruhe lassen, bitte. Ist keinen Bock, die ganze Zeit gesappt zu werden. Dann hier mal fröhlich ausgeleuchtet. Was sieht denn bloß Eisen? So. Zack. Ui, der hat eine ganze Menge gedroppt. Aber wahrscheinlich nichts Sinnvolles. Ja, jede Menge Gedöns. Habe ich Pfeile bekommen? 2 Stück. Naja, kommt besser als das andere, was ich habe. Ansonsten. Zombie-Shell. Bringt alles nicht so wirklich viel, aber gucken wir mal weiter. So, das hier war ja Aluminium wieder. Egal, nehme ich mal mit. Von diesen Büschen kann man eigentlich nie genug haben. Das ist immer ein kostenloses, nachwachsendes Mineral. Also nehme ich doch gerne. Iron Ore. So, da hinten war ich schon, aber da war ich wohl noch nicht. Was haben wir denn da? Topas. Achso, doch, da war ich doch schon. Da habe ich bestimmt schon hochgeguckt und nichts gesehen. Darum gehen wir jetzt mal weiter. Also, da würde es wieder Richtung Ausgang gehen und da geht's tief in die Höhle. Ich suche jetzt nochmal so einen Stollen, wo ich noch nicht war. Haben hier auf jeden Fall schon mal ein Schwungbüschchen, den nehmen wir mal mit. Macht es überhaupt Sinn, mit einer Pickaxe abzubauen? Weiß es ja nicht. Au. Draufspringen macht auf jeden Fall schon mal gar keinen Sinn. So, da hat sich das Zeug selber eingedämmt. Hier müsste eigentlich Richtung Ausgang gehen, ne? Ja. Also hängen wir die Fackel hier mal nach rechts. Und hier dann wieder nach links. Hab ich genau gesehen. Ja, da schaust du, das kann ich auch. War's jetzt nicht tödlich für dich? Aber das erledigt mein Schwert. So, was haben wir hier? Hier war ich auch schon. Damn. Ich glaube, mir bleibt fast nichts mehr übrig, als mich scheit runterzubauen. Kann nämlich einfach auch sein, dass wir hier zu hoch sind. Und nimmt jetzt die Pfeile nicht mit? Danke. So, jetzt gucken wir mal hier hinter. Da haben wir Lava. Noch mehr Lava. Noch weitaus mehr Lava. Da ist nur ein Creeper, Lava, ein bisschen Buschzeug. Da muss ich mich nicht wirklich nach unten begeben. So, wie sieht's hier aus? Da waren wir gerade. Ich glaube, wir haben die Höhle jetzt schon so halb, oder? Ne, hier ist noch was. Öl, oder? Das ist definitiv Öl, da will ich nicht rein. Da kommst du nicht mehr raus, da bist du tot. Da kannst du machen, was du willst. Okay, das ist der Gang hier wieder. Boah, Mann, das ist so verzwickt hier unten. Gehen wir mal in den Bereich. Ich glaube, den habe ich noch nicht so arg abgegrast, ne? Ja, genau, da sind mir dann die Fackeln irgendwann ausgegangen. In der Hoffnung, auf ein wenig Gold zu stoßen. Oder Goldbüsche wären auch mal okay. Ich brauche ja nicht allzu viel. Ich brauche nur ein paar Nuggets.
So, dann schauen wir mal hier rein. Kommt das alle Wasser schon wieder her? Tschüss. Was ist das? Venetium, das ganze Zeug brauchen wir noch alles nicht. Da ist es hell. Warum ist es da oben hell? War ich da schon mal? Ja, da war ich auch schon mal. Da geht es in Richtung Heimat. Ach, komm schon. So, Kupfer nehme ich auch ein bisschen mit. Da werden wir noch ein bisschen was brauchen. So viel hatte ich nicht mehr. Ich glaube noch 27 Barren oder so. Okay, das ist genau dieser Gang hier. Nö, also ich sehe jetzt hier erstmal nicht die Möglichkeit, hier weiter groß rumzusuchen. Also schon rumzusuchen, aber das kennen wir alle schon und da war kein Gold, sonst hätte ich das mitgenommen. Darum verpieseln wir uns hier mal wieder und versuchen mal in unserem anderen Gang weiterzukommen. Dieses ständige Fressen, das regt so auf. Da sind aber noch eine ganze Menge Pilze, die nehme ich mal mit. Wenn wir dann noch ein paar braune finden, dann können wir da schön weitermachen. Mit Pilzstew. Komm her. Oh, ich lasse dich dann wieder ein bisschen wachsen hier unten. So, hier oben war ja dann auch nichts mehr, ne? Oh, da ist ein Gang, den ich noch nicht erforscht habe. Da gucken wir doch mal rein. Ach, Nase. Was ist denn das hier eigentlich? Amethyst. Könnte man mal mitnehmen. Ich glaube, daraus kann man sich Pickaxe und Werkzeug und so weiter was machen. Von unten scheint es aber nicht mehr weiter zu gehen, ne? Ne. Da haben wir Blei. Brauchen wir gerade nicht. Das heißt, wir kratzen uns jetzt mal ganz gelinde den Amethyst hier raus. So, drei Stück kriegen wir jetzt noch nicht ganz zusammen, aber ein bisschen was haben wir. Guck mal in diesen Gang hier rein. Hallo, Mister. Ah, Creeper! Ich bin unschuldig! Ist eigentlich die Brightness auf Bright oder auf was ist die? Doch, passt. Doch, ist alles okay. Gold! Ja! Nach 7 Minuten Höhle. Gut, stell mir vor, es ist ja in Wirklichkeit so, du buddelst hier irgendwo ein Loch rein. Suchst rum und hast noch 7 Minuten Gold. Ich meine, da hätten wir alle keine Finanzprobleme mehr. Beziehungsweise wahrscheinlich schon, weil dann wäre das Zeug ja nichts mehr wert. Ah, ich hab Gold. Mann, ist das schön. Da freue ich mir, da freue ich mir. So. Zum Geier bin ich hier jetzt eigentlich schon wieder gelandet. Das sind die ganzen Exchange-Vögel? Hör auf, meine Sachen zu klauen! Das ist meins. Kommt mir bekannt vor, ich weiß nicht mehr, in welcher Episode ich hier unten war. Gucken hier mal weiter. Ich glaube, da ging es dann nimmer weiter, ne? Da ist dann das Zeug mit dem Gravel eingestürzt. Genau. Gut, dann schauen wir jetzt mal, dass wir rauskommen. Und gucken mal, dass wir mit Ender.io da ein bisschen mehr rankriegen. Dass wir da nicht mehr manuell rumkurbeln müssen. Na, komm schon. So, als kleines Zwischenkurbelungsgerät ist es ja noch ganz gut geeignet, aber sonst nicht. So, ich gucke jetzt nochmal hier rein. Der Vollständigkeit halber. Dürfte ja nicht weit gehen. Genau, aber dann haben wir das hier auch ausgeleuchtet. Und die ganzen fiesen Spastis spawnen hier nicht mehr. Genau, so will ich das haben. Hier noch ein paar Pilzchen. Nehme ich euch hier mal mit. Ich könnte es aber auch mal ernsthaft braune Pilze gebrauchen. Die roten sind zwar schön und gut, aber helfen mir nicht, wenn ich eine Stew machen will. Beziehungsweise nicht allein. What? Da war der Ausgang, genau. Schön! Wir haben die Höhle überlebt. Mussten nicht zurück in unseren Scheiß nochmal holen. Das ist doch schon mal sehr bemerkenswert. Dann gucke ich mal, ob ich noch braune Pilze habe, weil die sind zumindest noch ein bisschen OP, diese Pilzsuppen. Gegensatz zu den ganzen anderen Scheiß, den du die ganze Zeit in die Rübe drücken darfst und dir trotzdem kein Essen zurückgibt und keine Regeneration. Weil da musst du die Kacke hier immer siffen.
So, Fackeln haben wir genug. Ich leuchte jetzt mir ein bisschen aus. Zumindest der Weg ein bisschen gesichert ist vor diesen komischen. It's very nice what you have there. Kommen. Ihr wisst, wen ich meine. Die grünen Gesichter. So, hier haben wir schon mal drei Bolts. Dann kommt da mal das Gold rein. Das Eisen nehme ich nochmal. So, habe ich noch irgendwo, da wäre noch ein bisschen Toast. Was ist denn das? Eine Lost Map? Das ist ja geil. Die gucken wir uns dann gleich mal an. Ich sichere die jetzt mal in die Kiste. Mushrooms, 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 Mushrooms. Da haben wir noch 4 Stück. So, dann 3 Bowls, 4 Mushrooms. Und noch ein paar von denen hier. Ordentlich hier reingedrückt. Seht ihr, das zeigt im Anfang weniger an, bringt aber mehr. Ist schon recht cool. So, dann könnte ich jetzt eigentlich hier nochmal bisschen was reinschlagen. Und ein paar Mushrooms reinsetzen, dann wachsen die hier in Ruhe nach. Und wir können uns Stew machen. Welchen ich jetzt hauptsächlich brauche, ist der da. Den anderen haben wir noch. Das heißt, das kann jetzt mal in Ruhe nachwachsen. Das wächst auch so in Ruhe. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Gut, dann ist es mal groß an der Zeit, hier Nuggets zu machen. Wir drehen an der Kurbel. Zumindest besser als die Gießkannen-Action immer, oder? Müsst ihr doch mal zugeben. So. Aus. Da. Okay, wir haben schon mal 2 Dust. Heißt 18. Ja, ich drehe jetzt mal hier schnell alles durch, dann kann ich nämlich danach die nächsten Mineralien oder Erze da reinstopfen. Und dann sind wir schon auf bestem Wege zur Sawmill. Sackmill, sorry. Sawmill war ja das Holzding. So, 6 Stück. Ich muss jetzt mal hier mal kurz mein Inventar ausleeren. Zinn, Pommer, Zink, bla 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 bla. Eisen ist da, okay. Das müsste gleich fertig sein. Hey, Fliege! Der Rexfee. 8 Stück. Das wird jetzt mal schnell hier gebraten. 1, 2, 3, 4. Und da auch nochmal 4. Perfekt. Dann muss ich mich jetzt ums Eisen kümmern. Da brauchen wir nämlich auch noch mehr. So, wir drehen mal wieder in der Kurbel. Schön, schön, schön. Es wäre cool, wenn man sich da so einen Motor oben reincraften könnte. Denn die Kurbel die ganze Zeit dreht, dürfte ja eigentlich kein Problem sein für so einen Mod, aber ist halt nicht kompatibel. Und vielleicht gibt es sogar einen Motor und ich weiß es nur nicht. Who knows, who knows? So. Einmal 4 Stück, das reicht noch nicht. Wir brauchen erstmal 6, um uns die paar verschiedenen Gitter zu machen. Ein Glück muss ich hier nicht die ganze Zeit klicken, wie so ein Affe. Gut, ich kann durch die rechte Maustaste einfach gedrückt halten. Schön, dass ich es rausgefunden habe. Und dann 4 Barren. Dann einmal die Nuggets draus. Sag Mil. Halt, das ist jedes Mal falsch schreibe, ne? So, hallo Sag Mil. Ein Piston. Redstone, Stein, Eisen. Müssten wir ja alles haben. Redstone. Eisen kriegen wir gleich. Stein und Holz. Holz? Holz. So. War doch auch noch irgendwo Eisen drin, oder? Gerade falsch in Erinnerung. Mir war so, nee, es war Zinn hier, okay. Da haben wir noch Aluminium-Ore-Berries, die können wir mal durchbraten. Da haben wir noch Aluminium-Ore-Berries, die können wir mal durchbraten. Da haben wir das Eisen. Wusste ich doch. Jo, flup, 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 flup. Eine reicht, vielen Dank. Dann schauen wir mal weiter. Jetzt müsste hier drüben das Eisen auch soweit sein.
Dann können wir uns hier mal entspannt die Bars holen. Was haben wir? Das haben wir. Jetzt müssen wir den da bauen. Da fehlt mir der Kupferbarren dafür. Habe ich den hier rein? Nein. Kupfer müsste noch hier irgendwo sein. Ey, ich hasse meine Ordnung so unglaublich. Ich glaube, das machen wir jetzt mal gleich so mindest, dass die Sachen so grob sortiert sind. Ja, so ein bisschen Überblick habe, weil ich hatte noch 27 Kupferbahnen. Ich weiß wohl nicht mehr wo. Ich könnte ja da unten vielleicht auch einfach mal Kupfer eingeben. So. Also. Ja, der schaut nämlich genauso aus wie die Bricks. Das macht mich ein wenig stutzig immer. Also, hallo, Segmel. Das. Mache ich mir gleich zwei. Dann das. Okay, dann brauche ich noch drei Flint. Die sollten aber auch kein Stress sein. Die müsst. Ich hatte doch jede Menge Flint, oder? Haben wir schon mal einen? Den ganzen Flint verbaselt, oder was? Hier sind noch Bärchen, die können wir auch nochmal schnell einschmelzen. Ey, komm, verarsch mich nicht. Ich habe dann wohl noch Flint irgendwo. Da, sag ich doch. Dann müssten wir uns die jetzt schon fertig craften können, oder? Oh, in ein Eisen zu wenig. Dammit, dammit, dammit. Hier noch ein bisschen Eisen drin? Nee, aber da wäre noch genug Flint drin gewesen, okay. Eisen? Nö, Aluminium. Eisen? Nö. Da, das gab's doch jetzt nicht. Wir müssen mal hier noch ein bisschen rumdrehen gleich. Ja. Gut, Freunde, aber wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns wieder bei Project Unstable. Macht's gut. Ciao.